Moin Freunde, es ist wieder der letzten Folge Slendrina de Keller. Wir spielen nämlich den letzten Keller heute. Das bedeutet, wir spielen heute das Ende. Nämlich machen wir jetzt hier Play, ohne viel zu reden. Jetzt hier der letzte Keller, der noch übrig bleibt. Spielen wir nämlich jetzt. Bei der ersten Folge haben wir übrigens Easy, bei der zweiten Medium und bei der dritten Hard. Oh, wo sind wir? Okay, hier. Okay, Leute, es geht los. Oh mein Gott, wo sind wir? Wir sind einfach in einem normalen Gebäude drin. Mashallah, da wollte ich auch schon immer hin. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Slendrina, willst du mir irgendwas sagen? Warum hast du jetzt auf einmal... Oh Gott. Okay, das war mir zu schnell. Das war mir eindeutig zu schnell. Was ich sagen wollte... Oh Gott. Was ich sagen wollte ist... Warum nochmal hast du jetzt einen Bunker hier unten, Alter? Das ist halt wirklich ein Bunker. Oh nö, was ist das denn hier? Ich hoffe einfach, dass dieser Keller sehr, sehr schnell vorbeigehen wird. Weil ich jetzt schon keinen Bock mehr habe. Oh Gott, wir werden uns so oft erschrecken. Wir werden uns so oft erschrecken. Das erste Buch. Wir müssen hier übrigens, auch wenn wir auf Hard spielen, trotzdem nur 8 Bücher finden. Ich hab's nicht gesehen, was war da? Also ich hab's wirklich nicht gesehen, was da war. Gott. Weil ich will dieses Spiel einfach mittlerweile relativ schnell fertig haben. Ich glaube, da war sie gerade. Oh, ein Schlüssel. Einen Schlüssel. Einfach, weil es praktisch immer wieder dasselbe ist. Man läuft halt die ganze Zeit... Oh, wieder ein Buch. Man läuft die ganze Zeit nur von A nach B. Und holt Bücher. Ich glaube, das ist halt die ganze Zeit dasselbe. Deswegen passiert da auch nicht so oft was. Deswegen... Ja. Für die erste Folge war es mal cool. Vielleicht auch noch für die zweite. Aber irgendwann wird es halt zu eintönig. Deswegen wollte ich das jetzt hier einfach nur fertig haben. Wie dem auch sei. Anscheinend sind wir halt wirklich in so einem kleinen Bunker drin. Und mir ist diese Umgebung sehr ekelhafter als alles andere, was wir davor hatten. Weil bei den anderen, da war es wenigstens noch warm. Und hier ist halt alles kalt. Und natürlich, Leute, meine Lautstärke an den Kopfhörern ist wieder volle Lautstärke. Damit wir es komplett... Oh, was? Zweimal hintereinander. Was zur Hölle? Nen Key. Ich glaube, ihr könnt das schneller schaffen. Weil das halt... Sie gibt es nicht Millionen von wegen. Also, jetzt noch nicht. Es wird sich definitiv... Lag da davor schon ein Buch? Oder ist das jetzt erst gespawnt? Ich kann mir vorstellen, dass das gerade erst gespawnt ist. Aber ich weiß nicht ganz. Okay, hier waren wir schon. Und Leute, es kann sein, dass ich jetzt mich nochmal erwähne, oder ich halt jetzt nochmal erwähne, kurz. Wir spielen das Ganze hier auf Hard. Ich weiß jetzt nicht, was ich irgendwie ändern soll, aber wir spielen das Ganze auf Hard. Es waren vier Bücher in diesem Raum, also in diesem Gang. Mal gucken, ob wir hier auch die 4 Bücher kriegen werden. Ich denke mal schon. Oh, 3 Gänge. Okay. Ja, wir gucken einfach mal. Oh, jetzt gibt's Toilette. Ist das ekelhaft. Was sind das denn für Toiletten, Alter? Slendrina, mach mal sauber. Ich hab sie nicht gesehen. Also, ich kapier gar nichts. Ich hab sie gerade nicht gesehen. Trotzdem war ein Sound da. Merkwürdig. Oh Gott. Slendrina, entspann dich mal. Gott, sie kommt aber so häufig. Ja, krank, wie häufig sie mittlerweile kommt. Okay. Okay. Hä? Als ob hier kein Buch lag. Na egal, da lag da halt kein Buch. Oh mein Gott. Leute, wo wärt ihr lieber? Im ersten? Bei dem ersten Level? Oha! Oder bei den... Oder bei diesem Level? Ich finde, dieses Level ist halt einfach nicht so gemütlich. Also ich wäre da nicht gerne. Hier ist vermutlich ein Schlüssel.
Nee, in einem Buch sogar. Okay, Leute, das geht deutlich schneller, dieser letzte Keller. Weil der einfach deutlich linearer ist als die ganzen anderen. Dieser Keller ist deutlich linearer als die ganzen anderen. Deswegen werden wir den auch, denke ich mal, schneller hinkriegen als die anderen. Oh, und den Schlüssel. Ja gut, okay. Deswegen jetzt nicht böse sein. Alter, was sind das denn für Türen? Oh, Bill. Was ist... Oh mein Gott. Moin. Nee. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt hier ab? Irgendwas passiert doch. Nee. Gott. Übrigens, Lentrina, das sage ich jetzt im letzten Part. Egal. Das letzte Buch. Okay, also irgendwas muss jetzt noch gleich passieren. Slendry. Oh, ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Slendrina ist die Schwester von Granny. Oh, hier sind die Duschen. Okay. Geh weg! Slendrina ist die Tochter von Granny, glaube ich. Denke ich mal. Passt doch zu denen. Okay, jetzt gehen wir, glaube ich, zum Exit und gucken, was passiert. Wenn es das normale Ending ist, ist es traurig. Aber ich denke mal schon, weil es ein Handy-Game ist eigentlich. Oh. Glückwunsch, du hast alle Bücher gefunden. Das ist traurig. Und das war's. Wir haben Slendrina komplett durchgespielt. Oh, aber das war... Also, ich fand den ersten Keller von allen am gruseligsten. Und dieser Keller war sogar relativ enttäuschend. Das war halt so typisch. Oh, wir haben zwei Keller. Aber den letzten Keller, damit das besser ist, weil drei ist einfach besser als zwei, klatschen wir noch irgendwas hin. Da haben mir ein bisschen die Ideen gefehlt. Das ist, glaube ich, das Beste, was man dazu sagen kann. Die Ideen haben gefehlt beim letzten Keller. Der war deutlich linearer, nicht mehr so verzwickt. Traurig, aber dafür kommen jetzt noch bessere Games als Slendrina. Ich habe sehr viel jetzt geplant, die ich aber hier noch nicht verraten kann. Ich sag nur eins, einer der schwersten Spiele, die es auf der Welt gibt. Aber ansonsten kann ich nichts weiter dazu sagen. Und jetzt würde ich sagen, wieder geschaut und reingehauen. Tschüss!